Die Bundestagsvizepräsidentin wird mutmaßlich jetzt gleich weitere Tagesordnungspunkte aufrufen, gegebenenfalls auch schon Abstimmungsergebnisse. Nein, wie sie ruft direkt schon das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz auf. Später dann am Nachmittag noch der Energiesoli. Aber das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, das ist ein Gesetzentwurf der Bundesregierung. Da geht es um Pflegepersonalbemessung im Krankenhaus sowie zur Anpassung weiterer Regelungen im Krankenhauswesen und in der Digitalisierung. Auch das immer ein ganz kleines Reizwort, wenn es um Deutschland geht und auch das deutsche Gesundheitswesen. Aber das E-Rezept scheint ja jetzt am Horizont dann doch erkennbar. Das hat der Bundesgesundheitsminister, der hier übrigens auch schon Platz genommen hat, gestern noch einmal in den Raum gestellt. Hier also geht es jetzt um die zweite und dritte Lesung. Es gibt auch noch Anträge von Linksfraktion und von der AfD-Fraktion. Aber ganz grundsätzlich geht es darum, im Krankenhaus und im Gesundheitswesen bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen. Sie haben alle durchaus auch diese Engpässe in den Medien wahrgenommen, die wir jetzt zum Beispiel in diesem bevorstehenden Winter im Bereich der Kinderkliniken haben. Da soll jetzt insbesondere bei der Pflege, das ist immer ein Problem, nachgebessert werden, und zwar relativ schnell. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Pult. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem heute vorgelegten Krankenhauspflegeentlastungsgesetz beginnt nichts weniger als eine Revolution in der Art und Weise, wie wir Krankenhausplanung gestalten und wie die Versorgung in Krankenhäusern stattfinden soll. Worum geht es? Wir haben das Gleichgewicht verloren zwischen Medizin und Ökonomie, und es wird derzeit im Krankenhaussektor in Deutschland zu viel bestimmt durch Belange der Ökonomie. Die medizinischen Aspekte sind in den Hintergrund gerückt. Dieses Gleichgewicht muss neu justiert werden, und insbesondere müssen wir auch darüber nachdenken, wie das System der Fallpauschalen überwunden werden kann. Weil durch die Fallpauschalen ist es jetzt so, dass eine Qualität, die minderwertig ist, genauso bezahlt wird wie eine besonders hochwertige Qualität, immer die gleiche Pauschale. Und es gibt einen massiven Anreiz, auch viele Pauschalen abzurechnen. Daher ist das System ein System, welches billig und Menge betont, statt Qualität und Angemessenheit. Und das muss neu justiert werden. Wir können im Krankenhaussektor nicht mit den gleichen Regeln vorgehen, wie zum Beispiel Lidl Lebensmittel verkauft. Hier muss die Qualität und die medizinischen Aspekte müssen wieder in den Vordergrund rücken. Und diese Revolution beginnt mit dem heutigen Gesetz. Wenn ein solches Fallpauschalensystem so eingeführt wird, wie wir es gemacht haben, als 100%-Ansatz, dann bleiben die Bereiche zurück, wo man keine Gewinne machen kann. Das gilt insbesondere für die Pflege, das gilt zum Beispiel für die Kinderheilkunde, das gilt aber auch für die Geburtshilfe. Daher fangen wir mit diesen Bereichen an, um dort sozusagen das neue Gleichgewicht aufzubauen. Es darf nicht sein, es darf nicht länger sein, dass auf dem Rücken von Kindern, Pflegekräften und Hebammen Gewinne gemacht werden und das Medizinische zurückdrängt. Das wollen wir nicht weiter hinnehmen. Daher hat dieses Gesetz fünf Schwerpunkte im Bereich Krankenhaus. Zum einen die Pflege. Dort wird dokumentiert, wie ist eigentlich die Pflegesituation auf den Stationen. Wo es eine Unterdeckung gibt, können mehr und müssen mehr Pflegekräfte eingestellt werden und die Arbeit übernehmen. Der zweite Punkt ist eigentlich aus meiner Sicht fast der wichtigste. In den Kinderkliniken haben wir eine enorme Not. Das war mir schon klar, bevor ich überhaupt Minister wurde. Daher war es eine meiner ersten Initiativen, dass wir die Fallpauschalen in der Kinderheilkunde, dass wir die stark zurücknehmen. In einem Korridor von 80 bis 100% bekommen jetzt die Kinderkliniken das gleiche Geld, egal wie viele Fälle sie abrechnen, sodass da dieser Hamsterrad-Effekt sofort herausgenommen ist. Stellen wir uns vor, wir hätten das nicht gemacht. Wir beschließen ja heute dieses Gesetz. Wir haben Monate daran gearbeitet. Es ist jetzt dringend notwendig. Wir brauchen das Geld unmittelbar ab dem 1. Januar 300 Millionen Euro als Soforthilfe für die Kinderkliniken, sodass die Kinder aus diesem Hamsterrad herauskommen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ausdrücklich bedanken bei den Pflegekräften und den Ärztinnen und Ärzten, die jetzt diese schwere RSV-Epidemie in Deutschland behandeln. Sie leisten Großartiges. Sie können sich unserer Unterstützung hier voll
sicher sein, wir werden alles tun, um sie durch diese schwierige Krise zu bringen. Das schulden wir den Pflegekräften und den Ärztinnen, aber in allererster Linie den Kindern. Wir werden nichts unterlassen. Wir werden nichts unterlassen, was wir den Kindern bieten können. Wir sind hier in der Pflicht. Und genauso gehen wir auch in der Geburtshilfe vor. Es wird dort Zuschläge geben. Und was auch wichtig ist, Hebammen werden zu 100% außerhalb des Budgets erstattet. Jede Hebamme, die im Krankenhaus arbeitet, wird voll finanziert. Sie stehen da den Pflegekräften gleich. Auch dort müssen wir mehr investieren. Dazu kommen tagesstationäre Versorgungsangebote, Hybrid-DRGs, dass mehr ambulant gemacht werden kann. Mehr ambulante Versorgung ist auch für die Pflege wichtig. Denn jede Leistung, die ambulant gemacht werden kann, setzt Pflegekräfte frei. Jede Übernachtung, die nicht notwendig ist, setzt Nachtdienste und Schichten frei. Das heißt, auch diese Maßnahmen sind zentral, um eine verbesserte Versorgung in der Pflege hinzubekommen. Daher ein großes Gesetz. Dieses Gesetz hat auch noch ein paar Grundlagen in der Digitalisierung. Das werden meine Kolleginnen und Kollegen nachher erläutern. Ich muss mich hier kurz fassen. Wir setzen damit auch also in Gang einen Prozess, dass die elektronische Patientenakte in Deutschland genutzt werden kann. Im Großen und Ganzen ein wichtiges Gesetz. Und bereits in der nächsten Woche werden wir dann die nächsten Schritte vorstellen mit der Expertenkommission Krankenhaus der Bundesregierung. Wir arbeiten hier mit hoher Taktzahl, mit großem Tempo. Daher möchte ich auch allen Abgeordneten, die diese schnelle Taktzahl mitgehen, aber auch den Mitarbeitern im Haus ganz herzlich danken. Ich weiß, dass ich Ihnen auch viel abverlange. Wir sind im hohen Tempo unterwegs, aber es wird eine gute Qualität geliefert. Das ist aus meiner Sicht eine gute Zeit für die Entwicklung des Krankenhauses. Ich danke Ihnen für die Zusammenarbeit und für die Unterstützung. Bitte stimmen Sie diesem wichtigen Gesetz heute zu. Das Plädoyer des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach für das Gesetz, das hier in zweiter und dritter Lesung vorliegt, Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. Gleichzeitig auch nochmal der Hinweis auf den starke Tempo, was man anlegen möchte, weil bestimmte Regelungen bereits zum 1. Januar kommen sollen. Tino Sorge, jetzt der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Grunde ist das, was im Gesetz steht, ja wirklich viele Debatten wert, sehr, sehr viele Debatten sogar. Aber ich will genau das machen, was der Minister auch hier gemacht hat. Ich will darüber reden, was sehr interessant ist, was eben nicht im Gesetz steht. Und das, was Sie, lieber Herr Minister, gemacht haben, war eben darüber zu reden, was nicht im Gesetz steht. Und wir haben ja ein Riesenproblem hier. Wir haben ein Problem, was Tausende von Menschen im Land wirklich umtreibt, was Kliniken umtreibt, was Einrichtungen umtreibt, worüber wirklich seit Monaten alle sprechen, wo sie kein Wort verloren haben. Das ist quasi der Elefant, der hier im Raum steht, oder das Mammut im Plenarsaal. Es geht um die Energiehilfen. Wir haben Kliniken, wir haben Einrichtungen, wir haben Pflegeinstitutionen, die warten auf diese Energiepreishilfen, Inflationsausgleich. Die wissen nicht, wie sie jetzt im Dezember die Löhne bezahlen sollen. Die wissen nicht, wie sie das Weihnachtsgeld bezahlen sollen. Kein Wort davon, kein Wort, wie das bezahlt wird. Und da hätten wir mehr erwartet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt will ich auch mal auf dieses Krankenhauspflegeentlastungsgesetz eingehen. Es ist ja schön und gut, wenn Sie sagen, Sie wollen mit diesem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz Pflege entlasten, auch in den Häusern. Das Problem ist nur, Sie tun genau das Gegenteil. Das ist ein Krankenhauspflegebelastungsgesetz. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage Ihnen auch, warum. Dieses Gesetz wird weder die Krankenhäuser entlasten, das Gesetz bringt vor allem Unklarheit und neue Belastung. Ich mache Ihnen das auch ganz konkret an Beispielen fest. Beispiel 1. Pflegepersonalbemessung. Das klingt ja alles ganz gut. Pflegepersonalbemessung, Bedarfsermittlung, Bemessung. Aber erstens, es kommt viel zu spät, 2025, wenn es kommen soll. Und zweitens, genau mit diesen starren Pflegepersonalbemessungskriterien setzen Sie neue Daumenschrauben an, neue Daumenschrauben für die Kolleginnen und Kollegen, die in der Pflege arbeiten. Also im Grunde nichts, was vor Ort hilft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Beispiel 2, Tagesbehandlung. Das hört sich natürlich alles sehr romantisch an, wenn man sagt, wir machen jetzt Tagesbehandlungen. Dann kann man als Patient, was man ja erstmal gar nicht schlecht findet, nach der Behandlung abends nach Hause gehen. Aber die Fragen, die damit zusammenhängen, also die Frage der Haftung, die Frage der Umsetzung, die Frage der Mobilität, was ist mit Patientinnen und Patienten, die Komplikationen zu Hause haben, das ist überhaupt nicht geklärt. Das ist genau das, was in die Krankenhäuser, was in die Einrichtungen sagen. Kein Wort im Gesetz darüber. Beispiel 3.
Das ist ja genau das Bemerkenswerte. Der Minister hat sich hier wieder hingestellt und hat gesagt, er wolle das DRG, das System der Fallpauschalen, überwinden. Dann hätte ich mir zumindest gewünscht, dass er hier ganz konkret sagt, wie sieht die Alternative aus. Das hat er hier nicht getan. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns doch an diesem System arbeiten. Es ist ja im Grunde das Skurrile, dass der Vater der Fallpauschalen, also derjenige, der sie mitentwickelt hat, Rot-Grün hat diese Fallpauschalen ins Leben gerufen, sich jetzt hinstellt und sagt, na ja, ist dumm gelaufen, ist nicht mehr in Ordnung, wir machen was Neues. Und insofern sagen Sie, was Sie Neues machen wollen, arbeiten Sie mit uns daran, dass wir nachjustieren, dass wir mit höheren Vorhaltekosten arbeiten, dass wir vielleicht Fallpauschalen, die nicht auskömmlich sind, auch nachjustieren. Oder sagen Sie, welche Alternative. Aber nein, Sie haben keinen Plan A, Sie haben keinen Plan B und das, was hier vorgestellt wird, ist überhaupt nichts. Unterm Strich ist dieses Gesetz kein Krankenhaus. Entlastungsgesetz ist ein Krankenhausbelastungsgesetz. Wir werden diesem Gesetz deshalb nicht zustimmen. Eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Vogler? Ja, selbstverständlich. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie meine Frage bzw. Zwischenbemerkung zulassen. Also zum einen frage ich mich ja, welcher Prinz das Dornröschen Union wachgeküsst hat bei der Umsetzung der PPR 2.0 und warum Sie in den letzten Jahren an dieser Stelle geschlafen haben, weil das Instrument ja schon lange entwickelt worden ist und wir immer wieder als Linke darauf gedrängt haben, das möglichst schnell umzusetzen, um die Beschäftigten in den Krankenhäusern zu entlasten, die Patientinnen und Patienten besser zu versorgen. Als zweites möchte ich noch mal einen Punkt ansprechen, den Sie in Ihrer Rede noch nicht angesprochen haben. Und das ist dieses fatale Einvernehmen, das mit dem Finanzministerium hergestellt werden muss seitens des Gesundheitsministeriums, um überhaupt dieses Pflegeentlastungsgesetz in den Krankenhäusern umzusetzen. Denn allen ist klar, das wird Geld erfordern. Und wenn aber Herr Lindner da sozusagen auf der Leitung steht, wird es schwer sein, dieses Geld zurückzuführen. Wir haben als Linke das sehr, sehr früh kritisiert, vor 4 Wochen da schon einen entsprechenden Änderungsantrag in den Ausschuss eingebracht. Und dem hätten Sie ja zustimmen können, weil überraschenderweise am Dienstagnachmittag um 15.15 Uhr, also nicht mal 24 Stunden vor der Ausschusssitzung, ging uns ein gleichlautender Änderungsantrag der Unionsfraktion zu, dem wir natürlich zugestimmt haben. Aber warum haben Sie den überhaupt eingebracht? Sie hätten doch einfach dem Änderungsantrag, den die Linke im Ausschuss eingebracht hat, zustimmen können. Dann hätten wir das gemeinsam abgestimmt. Da hätten Sie sich die Mühe dieses Plagiats überhaupt nicht zu machen brauchen. Ja, liebe Frau Kollegin Vogler, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir noch mal Möglichkeit, auch darauf hinzuweisen, dass nicht nur unser Antrag nicht nur besser war, sondern dass er auch weitergehend war. Und deshalb haben wir natürlich den eigenen Antrag gestellt, unserem Antrag auch zugestimmt. Und das gibt mir auch die Möglichkeit, noch mal darauf hinzuweisen, dass das ja wirkt, dass Oppositionsarbeit wirkt. Auch Oppositionsarbeit von Ihnen, wenn ich da beispielsweise an die Hebammen denke. Wir haben ja bei den Hebammen das Problem gehabt, dass es darum ging, dass diese eben aus dem Pflegebudget ausgegliedert werden sollten. Und insofern, da haben wir Anträge gestellt, da haben wir ständig auch Rabatz gemacht, da hat die Kollegin Emmy Zollner aus unserer Fraktion federführend sich darum gekümmert. Und es hat ja auch gewirkt. Ich weiß jetzt nicht, ob es an den 1,6 Millionen Menschen, die eine Petition unterschrieben haben, gelegen hat oder an unseren Anträgen. Also man sieht, Opposition wirkt. Aber weil Sie hier in Märchenduktus sprechen, ich meine, wir hätten uns auch gewünscht, dass der Frosch, der ständig geküsst wird, ob das jetzt Christian Lindner oder wer auch immer ist, mal zu einem Froschkönig oder zu einem Prinzen wird. Aber es ist leider nicht passiert. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich noch mal darauf hinweisen, dieses Gesetz ist eben überhaupt kein Gesetz, was diesem Anspruch gerecht wird. Das ist das, was wir kritisieren. Das ist auch das, was Sie kritisieren. Und insofern sind wir uns ja in der Opposition einig, genauso wie mit den meisten Akteuren auch im System. Und diese Kritik, die ja nicht nur von uns als Opposition kommt, sondern diese Kritik kommt ja von nahezu allen Akteuren. Das sind die Kliniken, das sind die Pflegeeinrichtungen, das sind sämtliche Einrichtungen. Nehmen Sie diese Kritik ernst, wischen Sie die nicht vom Tisch und arbeiten Sie konstruktiv mit uns an Lösungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da wir ja liebe Kolleginnen und Kollegen, am Sonntag, den zweiten Advent, haben, will ich nur noch mal darauf hinweisen, das lateinische Wort Advent bedeutet ja so viel wie Ankunft. In diesem Sinne erwarten wir als Union die Ankunft Ihrer Gesetze, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel. Aber Gesetze, die echte Entlastung für die Kliniken, die echte Entlastung für das Pflegepersonal bringen. In diesem Sinne
bleiben Sie am Ball, schlagen Sie was vor, sonst brennt hier nämlich bald der Baum und das will keiner. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tino Sorger war das für die Unionsfraktion im Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, zweite, dritte Lesung. Mal ein Blick auf die Regierungsbank an dieser Stelle bietet sich mal an. Es ist später Nachmittag. Ja, die Kamera kann ruhig ein bisschen schneller aufziehen. Und wir haben einen Bundesminister und drei Staatssekretärin und eine Staatsministerin. Ja, das wünscht man sich ein bisschen stärker, die Präsenz, weil dies ist ein wichtiges Thema für Deutschland. Und Janosch Stahmen wird das nochmal unterstreichen. Er ist der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. Ich möchte auch nicht über Dinge reden, die nicht im Gesetz stehen oder nicht auf der Tagesordnung stehen, sondern möchte mich auf den vorliegenden Gesetzesentwurf beziehen. Ich glaube, wenn wir uns die Situation aktuell beispielsweise in den Kinderkliniken anschauen, ist die Situation auch zu ernst, über schräge Vergleiche oder irgendwelche Witze zu reden, sondern es ist Zeit zu handeln. Und das tun wir mit diesem Gesetz, und zwar auf der vollen Breite der Gesundheitsversorgung, indem wir sehr wichtige Reformen auf den Weg bringen, der Reihe nach. Zum einen ist es so, dass wir im Bereich der Kinderkliniken, die jetzt so unter Druck stehen, wichtige Reformen auf den Weg bringen, die einerseits die Finanzierung verbessern, indem wir pro Jahr 300 Millionen zusätzlich in die Finanzierung der Kinderkliniken stecken und gleichzeitig eine wichtige Budgetgarantie auf den Weg bringen, die auskömmliche Finanzierung der stationären Kinderheilversorgung in Deutschland sicherstellt. Zweitens sorgen wir mit diesem Gesetz dafür, durch die Einführung spezieller Personalbemessungsinstrumente in der Kinderkrankenpflege und nicht nur dort, dazu wird meine Kollegin Cordula Schulz-Asche gleich noch mehr sagen, genau dafür sorgen, dass mehr Pflegepersonal in der Kinderkrankenpflege, aber auch auf den Intensivstationen der Kinderkliniken zur Verfügung stehen wird. Ein wichtiger Schritt, der die Situation von Versorgung verbittert. Drittens, im Bereich der Kinderheilkunde. Wir führen unter anderem dort, aber auch in anderen Bereichen eine Verbesserung der telemedizinischen bzw. telekonsiliarischen Versorgung ein. Die Zusammenarbeit zwischen spezialisierten Kinderkliniken und Kliniken der Grundversorgung wird verbessert. Forderungen, die diese Woche noch von den Intensivmedizinern erhoben werden, werden heute hier im Deutschen Bundestag bereits umgesetzt. Im Bereich der Geburtshilfe sorgen wir dafür, dass nicht nur eine bessere Finanzierung da ist, sondern dass Hebammen einerseits, wie bereits angesprochen, vollständig aus dem Pflegebudget finanziert werden. Und das sei bereits angekündigt, auch kurzfristig vollständig auf die Personaluntergrenzen der nach- und vorgeburtlichen Stationen in den Krankenhäusern anrechnungsfähig. Eine große Forderung der Verbände, im Übrigen ein Hinweis, der auch aus der Union kam, dem wir nicht beiseite geschoben haben, zugehört haben, heute beschließen, umgesetzt wird, die Versorgung verbessern wird. Der dritte wichtige Aspekt im Bereich der Krankenhausversorgung, Dinge, die über Jahre nur in Sonntagsreden genannt wurden, nämlich die Ambulantisierung stationärer Versorgung, wird in zwei wichtigen Bereichen mit der Tagesbehandlung und den sogenannten Hybrid-DRGs auf den Weg gebracht. Das sorgt dafür, dass dort, wo Übernachtung nicht notwendig ist, aber die Strukturen eines Krankenhauses für Versorgung sinnvoll ist, endlich möglich ist. Die Mutter mit ihrem Kind kann nach Behandlung am Tag sowohl pflegerisch und ärztlich abends nach Hause gehen und muss nicht im Mehrbettzimmer mit anderen Kindern und anderen Eltern übernachten, was die Genesung nicht zuträglich sein muss und ein wichtiger Baustein ist, beispielsweise in der Versorgung, die uns nach vorne bringt. Die Metallentfernung nach einem komplizierten Bruch muss nicht mehr im Krankenhaus durchgeführt werden, sondern kann bei gleicher Vergütung möglicherweise zukünftig ambulant zu besserer Qualität mit niedrigen Risiken rumgehen. Das ist nicht nur mehr angekündigt, das wird umgesetzt auf diesem Weg, ein wichtiger Reformschritt, den wir heute mit diesem Gesetz nach vorne bringen. Und lassen Sie mich neben diesen wichtigen Reformen in der Krankenhausversorgung auch noch etwas zum Digitalisierungsbereich sagen. Im Unterschied zu Dingen, die in der vergangenen Legislatur immer wieder im Mittelpunkt standen, wo mit vielen Einzelreformen in einem wilden Durcheinander immer Digitalisierung propagiert, aber in der Praxis oft Chaos erzeugt wurde, sorgen wir mit einer Digitalstrategie, die zurzeit mit allen Stakeholdern entwickelt wird, für einen strukturierten Prozess und bringen in dem Gesetz heute vereinfachte Zugangsvoraussetzungen zur elektronischen Patientenakte und anderen wichtigen Strukturen der Telematikinfrastruktur auf den Weg, wie mit dem elektronischen Personalausweis und anderen Dingen. Alles, was hätte längst passieren müssen, um Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen. Im Dritten, und auch das sei gesagt, ist es so, dass wir im Bereich der Pflege durch maßgebliche Einführung der Personalbemessung
endlich das Wort halten, was aus den Pflegeverbänden über Jahre eingefordert wird. Eine Personalbemessung, die mit Sanktionen verknüpft ist und deswegen Wirkung entfaltet und die Arbeitsbedingungen von Pflegenden verbessert und nicht nur Luftbuchungen erzeugt, die am Ende in der Versorgung keinen Unterschied macht. Also hören Sie auf, über Märchen zu reden. Kollege. Stimmen Sie diesem wichtigen Gesetz zu. Vielen Dank. Es ist ein gutes Gesetz. Auch Janosch Stamme mit einem Plädoyer für dieses Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, einigen Hintergründen zu thematischen Schwerpunkten, unter anderem eben ein neues Instrument zur Personalbemessung soll auf den Weg gebracht werden. Jetzt nächster Redner, Thomas Dietz für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Krankenhauspflege in Deutschland steht derzeit vor dem erschreckenden Ergebnis der jahrelangen Ignoranz der herrschenden Politik gegenüber diesem fundamentalen Bereich einer sozialen Gesellschaft. Bereits jetzt können notwendige Pflegemaßnahmen oft nicht mit dem gebotenen Aufwand durchgeführt werden, weil es an Zeit, an Personal oder der entsprechenden Ausbildung mangelt. Es kommt zu einer impliziten Rationierung. Die Pflege am Patienten, die Überwachung der Patienten, Gespräche mit Angehörigen und eine korrekte Dokumentation sind kaum noch angemessen umzusetzen. Die eigentliche Pflegearbeit wird zunehmend ausgehöhlt. Auch weil unsere hochqualifizierten und gut ausgebildeten Pflegekräfte Aufgaben übernehmen müssen, die sich auch durch anderes Personal gewährleistet werden könnten. Die Krankenschwester muss sich um den Kranken kümmern und nicht um Hol- und Bringedienst als Reinigungskraft oder hauptberufliche Dokumentationskraft dienen. Die daraus resultierende Unzufriedenheit mündet immer wieder in der Flucht qualifizierter Kräfte als in andere Berufe. Das mehr als ungerechte Corona-Pflegebonusgesetz, bei dem viele Mitarbeiter leer ausgingen, hat zu einem weiteren Unmut im Pflege- und Krankenhausbereich geführt. Ein Teufelskreis also, der nicht durchbrochen werden kann, wenn Sie die Frage nicht beantworten können, wie Sie mehr Personal akquirieren können. Bei der Diskussion zum Gesetzentwurf kam es im Ausschuss bei meinem Vortrag zu einem der üblichen Zurufe vom linksgrünen Block und mehr Zuwanderung. Das heißt, um die Probleme in der Krankenhauspflege zu lösen, brauchen wir nach Ansicht von Rot oder Grün weitere Zuwanderung. Aber das ist ja genau Ihr psychologisches Problem, werte Kollegen. Sie glauben, mit Zuwanderung all die Probleme lösen zu können, die sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten inzwischen zu einem Kilimandscharo aufgetürmt haben. Deutschland ist längst kein attraktives Zuwanderungsland für ausländische Fachkräfte mehr. Jetzt rede ich. Dafür sind die Steuern und Abgaben hier im Land viel zu hoch und die Arbeitsbedingungen zu schlecht. Aber Deutschland ist inzwischen das attraktivste Zuwanderungsland für Sozialflüchtlinge. Unsere europäischen Nachbarn und Freunde füllen inzwischen Sonderzüge, um diese Menschen frei Haus zu bringen. Städte und Landkreise brechen gerade unter diesem Ansturm zusammen. Und nun müssten wir feststellen, dass wir aus diesem Potenzial von 2 bis 3 Millionen Zuwanderungen der letzten Jahre noch nicht einmal genügend Fachkräfte für die Sortierung der Koffer in den Flughäfen gewinnen konnten. Geschweige denn ausgebildete Pflegekräfte mit den absolut unverzichtbaren Sprachkenntnissen, die dazugehören. Ich möchte ja explizit die bundesweite Studie Ich pflege wieder, wenn der Arbeitnehmerkammer Bremen vom April 2022 mit mehr als 12.000 Befragten erwähnen. Diese besagt, mindestens 300.000 Vollzeitpflegekräfte stünden in Deutschland durch Rückkehr in den Beruf oder Aufstockung der Arbeitszeit zusätzlich zur Verfügung, sofern sich die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern würden. Sie haben es geschafft, in einer Zeit, da es ohnehin schon an Personal mangelt, Tausende durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht aus dem Beruf zu nötigen und andere abzuschrecken, in diesem Bereich tätig zu werden. Weiterhin besteht ein Einstellungsstau, weil die rechtswidrige einrichtungsbezogene Impfpflicht noch bis Ende des Jahres läuft und nicht vorher ausgesetzt wurde. Wenn Sie jetzt nicht das Gesundheits- und Pflegewesen als eine der Kernaufgaben des Staates begreifen, werden wir unausweichlich in die Pflegekatastrophe schlittern. Und man wird Sie fragen, wer dafür verantwortlich ist, dass ein einst so vorbildliches Gesundheitswesen wie in Deutschland so sehr schwer beschädigt werden könnte. Werden Sie deshalb Ihrer Aufgabe gerecht und nehmen Sie mehr Geld und Verantwortung für unser Gesundheitssystem in die Hand. Vielen Dank.
Der Redebeitrag von Thomas Dietz. Für die AfD sitzt er im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Nächste Rednerin in dieser Debatte angekündigt von der FDP-Fraktion, die pflegepolitische Sprecherin Nicole Westig auf dem Weg zum Pult. Zweite, dritte Lesung, Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dietz, Sie haben hier wunderbar die AfD-Ideologie abgearbeitet, aber ich habe keinen einzigen Lösungsvorschlag gehört. Heute ist ein guter Tag für die Pflege in Deutschland. Denn mit diesem Gesetz senden wir das lang ersehnte Signal für bessere Arbeitsbedingungen in unseren Kliniken. Wir bringen die PPR 2.0 endlich auf den Weg. Als lernendes System soll sie uns zeigen, wie die Personalausstattung aussehen soll, um eine optimale Patientenversorgung zu erreichen. Dabei stellen wir die Begleitung durch die Pflegewissenschaft sicher. Mittelfristig soll dies auch für die Intensivstationen und die Notfallambulanzen gelten. Die Ausnahmeklausel für Unikliniken mit Entlastungstarifverträgen ist gestrichen, sodass nun die Pflegenden in allen Häusern von den Verbesserungen profitieren werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stärken die Pflege, wir stärken aber auch die Geburtshilfe. Hebammen sind weiterhin im Pflegebudget enthalten. Wir korrigieren damit einen Fehler. Künftig können die Hebammen sogar voll angerechnet werden, sodass die Kliniken sie flexibel einsetzen können. Außerdem erhalten die Länder zusätzliche Gelder, damit die Kliniken ihre Vorhaltekosten für die Geburtshilfe abfedern können. Ich bin den Hebammenverbänden sehr dankbar, dass sie öffentlich ihre Stimme erhoben haben. Und ich danke Michelle Franco und begrüße sie ganz herzlich hier auf der Tribüne. Sie ist die Initiatorin der Petition, die inzwischen 1,6 Millionen Unterschriften hat. Vielen Dank, Frau Franco. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fortschrittskoalition will die Sektorengrenzen überwinden und mehr Ambulantisierung. Der Grundsatz ambulant vor stationär muss wieder mit Leben erfüllt werden. Aus Sicht der Freien Demokraten ist es richtig, dass die Selbstverwaltung die Chance bekommt, den zugehörigen Leistungskatalog bis zum Frühjahr selbst zu vereinbaren. Wir machen aber deutlich, dass die Vergütung sich nur auf die Krankenhausleistung bezieht. Wahlärztliche Leistungen von Arzt und Krankenhaus bleiben daneben abrechenbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gesundheitsversorgung der Zukunft geht nicht ohne digitale Transformation. Wir erleichtern den Zugang zur Telematikinfrastruktur. Die Hürden hierfür waren bislang derartig hoch, dass kaum jemand die elektronische Patientenakte nutzte. Wir sorgen dafür, dass Versicherte künftig eigenverantwortlich über ihre Daten entscheiden können und die EPA endlich Fahrt aufnehmen kann. Wir Freien Demokraten stehen auch weiterhin für den Datenschutz, das ist klar. Er darf jedoch nicht jeglichen Fortschritt blockieren. Fortschritt sichern wir nur dann, wenn digitale Lösungen auch von den Menschen genutzt werden können. Die Fortschrittskoalition sichert mit diesem Gesetz den Datenschutz. Anders als bislang stellen wir dabei die Nutzerfreundlichkeit jedoch nicht mehr hinten an. Liebe Kolleginnen und Kollegen, durch das grassierende RS-Virus erleben wir aktuell dramatische Situationen auf den Kinderstationen. Der Minister hat es beschrieben. Nun rächt sich, dass die Politik die Pädiatrie jahrelang so sträflich vernachlässigt hat. Auch die Kinderklinik in St. Augustin in meinem Wahlkreis muss immer wieder um ihr Überleben kämpfen, obwohl sie für die pädiatrische Versorgung über unsere Region hinaus hochgeschätzt wird. Ob Corona-Impfung für Kinder oder die Versorgung junger ukrainischer Kriegsopfer. Die großartige Arbeit konnte ich bei einem Praktikum im Sommer selbst kennenlernen. Ich habe allerdings auch die Schwierigkeiten gesehen, mit denen unsere Kinderkliniken zu kämpfen haben. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir hier nun endlich entgegenwirken.
Wir müssen das weiter im Blick behalten, denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie brauchen unsere besondere Fürsorge. Wir werden weiterhin die Kinderkliniken zielgenau unterstützen. Mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz geht die Ampel ein entscheidendes Problem in der Pflege an. Doch nicht nur dort. Geburtshilfe, Pädiatrie, Digitalisierung, Ambulantisierung. Wir machen uns auf den Weg. Unterstützen Sie uns dabei und stimmen Sie diesem Gesetz zu. Vielen Dank. Der Gesetzentwurf hat tatsächlich im Gesundheitsausschuss 32 Änderungsanträge erst einmal in dieser Woche bekommen, die tatsächlich auch eingearbeitet wurden. Und jetzt haben wir am Pult für die Linksfraktion Artisch Göpinar. Ich habe es bei Ihrer Rede gehört, Herr Lauterbach. Sie sprechen tatsächlich von einer Revolution. Ich finde es schon spannend, wenn die Union innerhalb von 2 Tagen einen Entschließungsantrag schafft, der Sie in Ihrer Revolution links überholt. Entweder mein politischer Kompass ist völlig verdorben oder das wäre ein ganz, ganz sanftes Reformchen, was Sie hier durchsetzen wollen. Warum? Weil Sie Ihre eigenen Versprechen nicht einhalten, Herr Lauterbach. Versprochen im Koalitionsvertrag Pflegepersonalregelung 2.0. Eine gute Idee, um die Pflegekräfte nicht mehr in solchen Stress zu bringen und um die Menschen in den Krankenhäusern endlich zu einer guten Pflege zu bringen. Erdacht und erprobt von Verdi, DKG und Pflegerat. Und das wird mit diesem Gesetz von Ihnen eben nicht eingeführt. Sie verschieben die genaue Umsetzung einer Personalbemessung ins Ministerium. Und die verdient in dem Bereich, entschuldigen Sie, Kollege Franke, halt kein wirkliches Vertrauen. Sie selbst haben gesagt, dass die PPR 2.0 eben nicht gewollt ist. Und ich gebe Ihnen noch eine Möglichkeit. Sie haben noch heute die Möglichkeit, unserem Antrag zuzustimmen, der die Umsetzung der Pflegepersonalregelung 2.0 genau einfordert. Wenn Sie dem heute zustimmen, dann kann ich Ihnen Glauben schenken. Ansonsten glaube ich Ihnen eben nicht, dass die Pflegepersonalregelung 2.0 eingeführt ist. Und noch absurder ist es, dass die Umsetzung unter dem Vorbehalt des Finanzministers steht. Sie reden von Revolution und Lindner ist der Steuermann. Ist doch lächerlich, liebe Koalition. Das ist doch wirklich lächerlich. Die Konservativen und wir haben den Antrag gestellt, dass das aus dem Gesetz gestrichen wird, und Sie haben das verhindert. Das ist doch absurd. Absurd für die Pflegekräfte und absurd für die Patientinnen. Sie haben im Koalitionsvertrag versprochen, kurzfristige auskömmliche Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin. Lauterbach behauptet, die Fallpauschalen zu überwinden. Das Versprechen ist gebrochen. Die DRGs bleiben vollständig in Kraft, und die bisschen mehr als 10% zusätzliche Erlöse werden anhand der Fallpauschalen-Gießkanne für Spezialkliniken eben mehr und mit Nachteilen für die Grundversorgung ausgeschüttet, obwohl die jetzt gerade in den letzten Tagen Alarm geschrieben hat. Sie haben versprochen im Koalitionsvertrag kurzfristig auskömmliche Finanzierung der Geburtshilfe. Versprechen gebrochen. Warum? Weil die erste Version des Antrags vorsah, dass weniger als 10% aller Kreissäle von diesem Zuschuss profitieren sollten. Nun haben Sie das Geld nicht erhöht, verteilen es aber auf alle Kreissäle. Ich glaube, man muss den Dreisatz nicht allzu gut können, um zu verstehen, dass das wohl nicht ausreichen wird. Aber es gibt einen Lichtblick in dem Gesetz, sehr geehrte Damen und Herren. Die Herausnahme der Hebammen aus den Fallpauschalen. Das ist bedarfsgerecht, aber das war nicht Ihr Plan. Im Gegenteil, Sie hatten das erst mal rausgenommen und den Druck der Berufsgruppe, den Druck der Patientin, die heute hier ist, der ist es zu verdanken, dass sie sich wieder reinkämpfen können. Und das sollten wir uns als Beispiel nehmen, denn die Revolutionen entstehen eben nicht in den Palästen, sondern die entstehen da draußen. Wenn die anderen Berufsgruppen auch wirklich den Druck aufbauen, dann wird es für Folgen haben für alle Berufsgruppen, wenn wir die Fallpauschalen, wenn wir die Berufsgruppen aus den Fallpauschalen rausnehmen. Ich komme zum Schluss. Dann werden wir einen richtigen Erfolg schaffen. Ich wünsche uns allen viel Erfolg, die Pflege wirklich zu verbessern. Die Koalition hat das nicht geschafft. Vielen, vielen Dank. In der Debatte war das Artisch Göpinar für die Linksfraktion. Es folgt jetzt für die SPD-Fraktion Christos Pantassis. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, heute ist ein guter Tag für die Pflege. Denn mit dem hier vorliegenden Krankenhauspflegeentlastungsgesetz werden wir heute dem Kern nach die Pflegekräfte in Krankenhäusern durch ein Personalbemessungsinstrument nachhaltig entlasten.
Heute ist allerdings auch ein guter Tag für unsere Krankenhäuser. Schließlich stellen wir heute nach 8 Berichterstattergesprächen und insgesamt 32 Änderungsanträgen auch die ersten Weichen für eine stabile, moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Damit setzen wir ein zentrales Versprechen unseres Koalitionsvertrages um, kurzfristig für eine auskömmliche, bedarfsgerechte Finanzierung der Pädiatrie und Geburtshilfe zu sorgen und werden mehr Fortschritt wagen. Mit diesem Gesetz leiten wir längst überfällige Strukturreformen ein, deren Versäumnis, wie heute, die Kollegen haben es vorhin auch gesagt, täglich in unseren Kliniken sehen können und greifen damit auf die Empfehlungen der Regierungskommission zurück. Im Bereich der Pädiatrie stellen wir Krankenhäusern in den kommenden 2 Jahren zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen zusätzliche Mittel in Höhe von 300 Millionen Euro zur Verfügung, wobei wir im Rahmen einer Sonderregelung für besondere Einrichtungen diese ebenfalls einen Zuschlag erhalten werden. Auch im Bereich der Geburtshilfe werden wir in den kommenden 2 Jahren mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von insgesamt 240 Millionen Euro, die über den Königsteiner Schlüssel an die Bundesländer verteilt werden, für eine kurzfristige Stabilisierung sorgen. Dabei knüpfen wir die Förderung an Voraussetzungen wie die Vorhaltung einer Pädiatrie, einer Neonatologie, der Geburtenzahl, der Anzahl vaginaler Geburten sowie einer Hebammenpraxisausbildung. Als Vater junger Zwillinge weiß ich um die wertvolle Arbeit von Hebammen. Mit dem hier vorliegenden Gesetz tragen wir dieser auch Rechnung, indem ihre Refinanzierung über das Pflegebudget in der stationären Versorgung auch über das Jahr 2025 hinaus gesichert ist. Die Fortschrittskoalition will die Ambulantisierung bislang unnötiger, stationär erbrachter Leistungen fördern und wird mit diesem Gesetz neben der neuen tagesstationären Behandlungsform ab April kommenden Jahres auch eine sektorengleiche Vergütung für geeignete Leistungen durch sogenannte Hybrid-DRGs umsetzen. Mit der tagesstationären Behandlung entlasten wir Pflegekräfte durch Wegfall nicht notwendiger Übernachtungen. Im Leitsatz der deutschen Gesundheitspolitik ambulant vor stationär sehen wir ein erhebliches Konsolidierungspotenzial und wollen diesen Prozess entschieden weiter vorantreiben. Und entsprechend den Vorgaben des GBA werden wir dabei Transportkosten erstatten. Denn Reformmaßnahmen dürfen nicht auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen werden. Ich fasse daher als Berichterstatter meiner Fraktion abschließend zusammen. Mit dem heutigen Tag leiten wir den überfälligen strukturellen Reformprozess im Gesundheitssektor ein und sind entschlossen, das Jahr 2023 zum Reformjahr für den Krankenhaussektor zu machen. Sie sehen, als Fortschrittskoalition kündigen wir den Fortschritt nicht nur an. Wir wagen ihn und leiten ihn hier und heute mit diesem Gesetz entschieden ein. Herzlichen Dank. Damit liegt die Latte hoch, 2023, also das Reformjahr für das deutsche Gesundheitswesen. Mal schauen, wie Stefan Pilsinger von der Unionsfraktion darauf reagiert. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss und Sprecher für Gesundheit der CSU-Landesgruppe. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Lauterbach, wer nicht komplett realitätsfremd ist, der bekommt von den Beschäftigten im Krankenhaus zu ihrem Gesetz gesagt, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht, denn das Problem wird damit in der Praxis einfach nicht gelöst. Das grundsätzliche Problem ist eigentlich allen klar. Wir haben zu wenige Pflegekräfte in Deutschland. Aktuell fehlen uns etwa 200.000 Pflegekräfte und 2030 könnten nur schon etwa 500.000 Pflegekräfte sein. Wenn wir nicht umgehend handeln und unsere Pflegekräfte entlasten, dann fahren wir unser Gesundheitssystem absehbar komplett gegen die Wand. Deshalb müssen wir die Pflegepersonalregelung 2.0, die von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Verdi und vom Deutschen Pflegerat entwickelt und hinreichend erprobt worden ist, jetzt einführen. Was wir nicht brauchen, ist eine ewige Neuerprobung mit ziellosen Diskussionen. Wir benötigen auch eine auskömmliche Finanzierung der Pflege. Es kann doch nicht sein, dass es zukünftig ein neues Personalbemessungsinstrument, das entscheidet, wie viel Personal in den einzelnen Fachabteilungen eingesetzt werden muss, nur mit Zustimmung des Bundesfinanzministeriums eingeführt werden darf. Jeder vernünftige Mensch fragt sich doch da, was versteht eigentlich Christian Lindner davon, wie viel Personal auf einer Intensivstation eingesetzt werden soll? Das ist doch völlig absurd. Das ist Pflege nach Kassenlage. Auch der von Ihnen in einer Nacht- und Nebelaktion eingeführte Änderungsantrag
der die Bezahlung zwischen privat und gesetzlich Versicherten angleicht, führt dazu, dass nun ein Großteil der Ärzte sagt, das ist der Einstieg in die Bürgerversicherung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, dass Sie das mitmachen, ist wirklich schlimm. Entweder Sie verstehen einfach nicht, was Sie heute hier beschließen, oder Sie haben Ihre letzten gesundheitspolitischen Grundsätze damit komplett über Bord geworfen. Deshalb haben wir in unserem Entschließungsantrag klare Forderungen. Wir wollen das Pflegepersonal entlasten, und zwar durch eine sofortige Einführung der hinreichend erprobten Pflegepersonalregelung 2.0. Was wir nicht wollen, sind endlose Neuerprobungen und nie endende Diskussionen. Das bringt am Ende niemanden weiter. Wir wollen eine auskömmliche Finanzierung einer hochwertigen Pflege und nicht eine Pflege nach Lindners Gnaden. Und wir wollen Freiberuflichkeit und keine reine Staatsmedizin durch einen Einstieg in die Bürgerversicherung durch die Hintertüre. Mit unseren Maßnahmen helfen wir dem Pflegepersonal praktisch und nicht nur theoretisch. Deshalb bitte ich Sie heute um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Vielen Dank. Stefan Pilsinger war das für die Unionsfraktion, also das Gesundheitswesen, das ja in der letzten Legislaturperiode von der Union, ganz konkret von der CDU, verantwortet wurde. Jetzt also in der Debatte Cordula Schulze-Asche von Bündnis 90 Die Grünen. Heute ist ein guter Tag für die professionelle Pflege in Deutschland. Und ein langer Kampf findet seinen Abschluss. Und ich danke ausdrücklich Verdi, dem Deutschen Pflegerat und der Deutschen Krankenhausgesellschaft für die Entwicklung dieses Instruments, der PPA 2.0, der Personalbemessung im Krankenhaus, die wir jetzt schnell einführen und gleichzeitig damit beginnen, wissenschaftlich weiterzuentwickeln, weil die bisherige Form nicht detailliert genug ist. Wir werden uns daran machen, ein vernünftiges Instrument zu haben, um die Pflege, die professionelle Pflege im Krankenhaus abzubilden, meine Damen und Herren. Und wir werden der besonderen Schutzbedürftigkeit von Kindern endlich gerecht. Es wird auch eine Personalbemessung für Kinder geben. Und das ist längst überfällig, meine Damen und Herren. Das haben Sie in Jahrzehnten Ihrer Verantwortung versäumt. Wir werden auf den Intensivstationen das Instrument Impuls einführen und weiterentwickeln. Auch das ist längst überfällig, denn wir wissen, welche prekären Situationen auf den Intensivstationen stattfinden. Meine Damen und Herren, ich habe die Uhr angehalten und stelle Ihnen die Frage, ob Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Gübner gestatten. Selbstverständlich, gerne. Selbstverständlich, das freut mich sehr, dass Sie das selbstverständlich sehen, Frau Schulze-Asche. Vielen Dank für die Zulassung der Frage, Frau Präsidentin. Ich könnte jetzt fragen, was kurzfristig und schnell bedeutet bei der Einführung der PPR 2.0, wenn da 2025 dahinter steht. Das würde sagen, kurzfristige Umsetzung des Koalitionsvertrages, was jetzt auch ein Jahr gebraucht hat, bis nach der Legislatur. Ich frage aber eine andere Frage. Wir haben als Union, also die Union und wir als Linke haben gemeinsam einen Antrag gestellt, der auf das Veto des Finanzministers Lindner hinweist. Ich habe ihn sozusagen vorhin als Steuermann der Revolution beschrieben. Jetzt wollte ich Sie tatsächlich mal fragen, weil niemand der Koalitionskolleginnen und Kollegen darauf bisher eingegangen ist, wieso haben Sie denn diesen Antrag von uns beiden abgelehnt, weil das tatsächlich doch in unseren Augen nicht sein kann, dass damit die Pflegepersonalregelung 2.0 wirklich eingeführt werden kann. Naja, gut. Erstens ist ja mal noch gar nicht abgestimmt, sondern die sind ja noch. Zweitens haben Sie den nicht gemeinsam gestellt, sondern unterschiedlich. Von daher, also wir bleiben, ich sortiere mal erstmal vor. Aber ich möchte tatsächlich darauf eingehen, weil natürlich dieser Punkt tatsächlich zu Irritationen führt. Und ich denke, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass in einer Regierung alle Ressorts, die an bestimmten Entscheidungen und nicht nur das eine beteiligt werden, wenn Beschlüsse gefasst werden. Und von daher gehe ich davon aus, dass es auch in Zukunft so sein wird. Alle Ressorts, die betroffen sind, werden einbezogen, nicht nur das Finanzministerium. Und ich möchte darauf hinweisen, dass in Deutschland das Krankenpflegepersonal bezahlt wird von den Krankenkassen und nicht aus dem Bundeshaushalt. Und von daher glaube ich, dass es ein Hinfeld. Nein, das ist überhaupt kein Argument. Das Argument ist, was soll denn der Einspruch bedeuten? Wie gesagt, ich finde, man hätte auf diese Formulierung verzichten können, aber sie steht da drin und sie wird keine Auswirkung haben auf die Pflegepersonalbemessung, die wir brauchen. Denn gibt es keinen Einfluss. Der Bundeshaushalt ist nicht verantwortlich für die Finanzierung des Pflegepersonals, und das ist auch gut so.
Sonst hätten wir in der Frage. Außerdem, wenn ich, ach schade, jetzt sitzt er schon. Ich wäre jetzt ganz gerne noch darauf eingegangen, welche Begleitmaßnahmen ja notwendig sind. Es kann ja sein, dass durch die Einführung erstmal deutlich wird, dass wir zu wenig Personal haben. Und deswegen werden wir eine ganze Reihe von Maßnahmen, zum Beispiel die Stärkung des Deutschen Pflegerats, auch beim gemeinsamen Bundesausschuss stärken. Denn wir werden sehr viel mehr mehr qualifizierte Pflegekräfte brauchen. Und dazu brauchen wir eine gemeinsame gesellschaftliche Anstrengung. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns dabei helfen und unterstützen würden. Ich glaube, mit diesem Gesetz sind wir dazu auf einem guten Weg. Dankeschön. Wir legen heute mit diesem Gesetz den Grundstein für die längst überfällige Aufwertung der professionellen Pflege der stationären Versorgung in Deutschland. Und das ist gut für den Beruf. Das ist aber vor allem auch im Interesse der Menschen in Deutschland, die ins Krankenhaus kommen, die kranken Menschen, die es verdient haben, dass wir in Zukunft gute Versorgung sicherstellen, und zwar gemeinsam als Gesellschaft, aber eben auch als Professionelle, die in diesem Bereich arbeiten. Die Menschen haben es verdient. Sie brauchen diese gute Pflege, und es ist längst überfällig, nach so vielen Jahren des Versagens und des Ausbleibens dieser deutlichen Zeichen für eine qualitative Verbesserung der professionellen Pflege in den letzten Jahren. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, und ich habe den Eindruck, dass auch die Oppositionsparteien bereit sind, mitzuwirken, und von daher freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Jetzt ist leider meine Redezeit zu Ende. Ich hätte gerne noch die Kollegen. Das ahnte ich, aber ich bin auch gehalten, dafür zu sorgen, dass wir noch ein Stückchen wenigstens in der verabredeten Debattenzeit bleiben und nicht die Redezeit, die Ihnen die Fraktion gewährt hat, verdreifachen. Oh, Kollege Sorge. Das Wort hat der Kollege Axel Müller für die CDU-CSU-Fraktion. Die beiden letzten Redner jetzt in dieser Debatte zum Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. In der Tat hängt der ganze Debattentag etwa 35 Minuten an dieser Stelle. Es freut mich, dass die Tonlage etwas versöhnlicher geworden ist. Und wir haben in der Tat eine sehr dramatische Situation aktuell auf den Intensivstationen der Kinderkliniken. Der Minister hat darauf hingewiesen, und es ist schon fast beschämend, dass wir von 607 Intensivbetten gegenwärtig nur 367 betreiben können, weil vielerorts einfach das Personal fehlt. Und es kann nicht sein, dass die Schwächsten einer Gesellschaft, die unsere Hilfe bedürfen, diese Hilfe nicht erfahren können, weil oder obwohl wir so viel Geld ausgeben, das aber vielfach verpufft. 440 Milliarden sind die Gesamtausgaben, über 440 Milliarden im Gesundheitswesen in der Bundesrepublik Deutschland, fast so viel wie der gesamte Bundeshaushalt. Und zusammengefasst muss man sagen, wir nutzen unsere Potenziale nicht wirklich effizient. Wir haben zu viele Häuser, auf das sich das wenige Personal, oder auf die sich das wenige Personal verteilt, bei enorm gestiegenen Sach- und Energiekosten und teilweise auch bei erheblichem Investitionsstau, wofür die Länder verantwortlich sind. Zur Optimierung soll das hier zur Debatte stehende Gesetz der Personalbemessung beitragen. Und ich habe da so meinen Zweifel. Die Kollegen der Unionsfraktion haben unsere Zweifel auch vorgetragen. Deshalb will ich es dabei zunächst einmal bewenden lassen. Im Gesetzespaket finden sich auch weitere Änderungen, und zwar zur Vergütung der Krankenhäuser. Und darauf möchte ich kurz eingehen. Ich bin jetzt seit über 12 Jahren im Kreistag von Ravensburg. Wir haben insgesamt 6 Häuser gehabt. Wir haben jetzt noch 2. 4 haben wir geschlossen, um unser System zu optimieren. Und dennoch haben wir gegenwärtig ein 2-stelliges Millionendefizit. Und eine nicht unwesentliche Ursache dafür sind einfach die Vergütungen im Krankenhausentgeltgesetz. 3 Punkte in aller Kürze. Erstens. Der Katalog ambulanter Leistungen nimmt stetig zu. Das ist hier bereits ausgeführt worden. Die Sektorengrenzen fallen, und die Häuser bieten jetzt auch immer mehr ambulant zu stationär an, also hybrid. Die damit einhergehenden Verluste an stationären Fällen müssen jedoch durch die Hybrid-DRGs angemessen ausgeglichen werden, und das scheint gegenwärtig nicht der Fall zu sein. Und das gilt aber auch für die hier in diesem Gesetzespaket mit enthaltenen Tagesbehandlungen. Es ist nicht klar und nicht eindeutig und nicht auskömmlich, wie diese finanziert werden sollen. Unser Änderungsantrag greift das deshalb auf. Zweitens, die Grundlage für die Vergütung ist der Basisfallwert.
Er wird einmal im Jahr festgelegt. Kommt es zu Kostensteigerungen wie gegenwärtig, hält er damit nicht mehr Schritt. Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, dass unter dem Jahr nachverhandelt werden kann, insbesondere in Krisenzeiten. Und das Dritte, das sind betriebswirtschaftliche Grundsätze ganz zum Schluss. Die werden nicht berücksichtigt. Wenn hohe Fallzahlen in einem Bereich zu weniger Fixkosten führen und dazu ein Abschlag gemacht wird, dann muss es aber auch umgekehrt der Fall sein. Wenn wir weniger Fallzahlen haben, dann müssen diese weniger Fallzahlen mindestens dazu führen, dass der Abschlag reduziert wird. Auch da lässt der Entwurf oder lässt der Gesetzesvorschlag nichts erkennen. Und zum Schluss noch ein Satz zu den 6 Milliarden, die da angekündigt sind für die Häuser. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist schön und dem Vernehmen nach sei eine Aufteilung beabsichtigt von 4,5 für die Energiekosten und 1,5 für die Sachkosten. Es ist aber genau andersrum. Die Häuser weisen jetzt schon darauf hin, dass die Sachkosten das Problem sind. Und da sieht Ihr Vorschlag nichts vor oder Ihre Lösung, Kollege, die Sie da ankündigen, nichts vor. Und er sieht auch nichts vor, wann das Geld denn kommen soll und zu welchem Zeitpunkt und wie konkret es denn verteilt werden soll. Löblich, letzter Satz, löblich selbstverständlich der Aufwuchs bei den Zuwendungen der Geburtshilfe und der Pädiatrie. Aber so wie es jetzt ausgestaltet ist, muss hier weitere Verteilungskriterien nachgearbeitet werden. Auch das sieht unser Änderungsantrag vor. Ich bitte um Zustimmung. Dankeschön. Nun die letzte Rednerin in dieser Debatte, Heike Behrens von der SPD-Fraktion, die gesundheitspolitische Sprecherin. Petra Pau, die Bundestagsvizepräsidentin, hat hier ein bisschen, muss ein bisschen Schwung ins Haus bringen, damit hier auch die Disziplin bei den Redebeiträgen gewahrt bleibt. Also die Schlussrednerin für das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, versprochen, gehalten. Die Pflegepersonalregelung 2.0 kommt. Sie ist ein wichtiges Instrument zur Stärkung der Pflege im Krankenhaus und wurde von einem breiten Bündnis aus der Pflege mit allem Nachdruck eingefordert. Die Expertinnen von Deutschen Pflegerat, Verdi und Deutscher Krankenhausgesellschaft erwarten von diesem Bedarfsermittlungsverfahren entscheidende Verbesserungen für die Versorgungsqualität im Krankenhaus und für die Arbeitszufriedenheit der Pflegepersonen. Darum sorgen wir heute dafür, dass die PPR 2.0 starten kann. Denn wir wissen, gute Pflege braucht Zeit und damit auch mehr Personal, als aktuell vorhanden ist. Wie viel Personal es auf den verschiedenen Stationen eines Krankenhauses konkret braucht, das genau wird mit dem Verfahren nun ermittelt, und zwar von den Pflegefachpersonen selbst. Es sind die PraktikerInnen, die uns davon überzeugt haben, dass mit der PPR 2.0 ein bürokratiearmes Instrument zum Einsatz kommt, das an die vertrauten Pflegepersonalrichtlinien von früher anknüpft und deshalb einfach umzusetzen ist. Und deshalb, Herr Sorge, stimmt es nicht, dass dieses Gesetz die Beschäftigten belastet, sondern nein, es entlastet. Und genau das hat heute der Deutsche Pflegerat in seiner Pressemitteilung auch so öffentlich verkündet. Gemeinsam mit unserem Gesundheitsminister Karl Lauterbach haben wir den guten Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren noch besser gemacht. Wir sorgen nämlich dafür, dass die PPR 2.0 zukünftig in einem strukturierten wissenschaftlichen Prozess weiterentwickelt wird. Denn es ist uns wichtig, dass die neue Personalbemessung auch in der Intensivmedizin für Kinder und Erwachsene und in den Notaufnahmen angewandt sowie der notwendige Qualifikationsmix mit abgebildet wird. Heute sorgen wir mit der PPR 2.0 für eine am Bedarf orientierte Pflege in unseren Krankenhäusern. Wir gestalten diesen Prozess ganz bewusst gemeinsam mit denen, die Tag für Tag gute Versorgung der Patientinnen und Patienten gewährleisten. Gleichzeitig wissen wir, dass wir weiter vor größten Herausforderungen stehen, qualifiziertes Personal für unsere Krankenhäuser zu gewinnen. Das zeigt die aktuelle Krise in den Kinderkliniken auf dramatische Weise. Wir haben keinen Bettenmangel.
Wir haben einen gravierenden Fachkräftemangel. Und daher arbeiten wir parallel mit allem Nachdruck daran, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern und ganz konkret das umzusetzen, was nötig ist, damit mehr Menschen für diese wertvollen Berufe in der Pflege begeistert werden, um den Arbeitsalltag und die Lohnbedingungen weiter zu verbessern und um Pflegekräfte, die ihren Beruf verlassen haben, zurückzugewinnen. Als Koalition des Fortschritts werden wir diesen Weg entschlossen weitergehen. Und für uns als SPD kann ich versprechen, wir werden weiter alles tun, um die Pflege zu stärken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Heike Behrens zum Abschluss dieser Debatte. Wir werden jetzt durch die Bundestagsvizepräsidentin sozusagen das Abstimmungsprozedere erleben. Das genießen wir einfach nochmal, weil Freitagnachmittag ist und kurz vor zweiten Advent. Im Krankenhaus sowie zur Anpassung weiterer Regelungen im Krankenhauswesen und in der Digitalisierung. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4708 neu den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Drucksachen 3876 und 4232 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Danke. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die CDU-CSU-Fraktion und die Linke bei Enthaltung der AfD-Fraktion angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Danke. Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der CDU-CSU-Fraktion und der Fraktion Die Linke bei Enthaltung der AfD-Fraktion angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU-CSU auf Drucksache 4733, Entschuldigung. Wer stimmt für den Entschließungsantrag? Die CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktion. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion und die Fraktion Die Linke. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Tagesordnungspunkt 34b. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit zum Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Versorgungssicherheit von Intensivpatienten verbessern, Intensivpflege in Deutschland stärken und zukunftssicher machen. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4708 den Antrag der Fraktionen der AfD auf Drucksache 2586 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der CDU-CSU-Fraktion, der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Koalitionsvertrag umsetzen, Pflegepersonalregelung 2.0 einführen. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4708 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 1731 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktion, der CDU-CSU-Fraktion und der AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke angenommen.